Rein ins Spiel in der dritten Minute. Die Mannheimer in den weißen Trikots von rechts nach links. Früh um möglichst viel Ballbesitz bemüht. Foul von Rogo an Kobylanski. Und Achtung, der hat da gleich mal direkt eine Idee. Ja, da muss Ostrinski ganz schön aufpassen. Bei diesem Versuch von Schlitzohr Kobylanski mit dem ganz schnellen Freistoß. Zu schnell für die Kameras. Danach das Spiel aber ohne großes Tempo, dafür aber gleich mit einer Mini-Schrecksekunde für den Waldhof. Terence Boyd liegt nach einem Zweikampf am Boden, hält sich das Bein. Boyd war ja fraglich für dieses Spiel wegen Problemen am Sprunggelenk. Nach kurzer Pause geht's für ihn aber weiter, auch wenn es hier gegen Eberwein mal kurz gerumpelt hat. Knappe halbe Stunde ist schon rum. Torchancen weiter eher Mangelware. Vielleicht mal jetzt. Achtung, da hinten, da ist Boyd. Na bitte, Terence Boyd, eben noch schmerzverzerrtes Gesicht. Jetzt mit der ersten richtigen Torchance in dieser Partie. 4 Treffer hat er seit seinem Wechsel im Winter ja schon erzielt. Und plötzlich ist mal Zug drin im Spiel. Der Mannheimer, hoppala, der Ball kam von Schiedsrichterin Michel, aber das macht den Weg frei für Klünter. In der Mitte können Suva und dann Aidonis nicht klären und dann lauert da schon wieder dieser Beut. 30. Minute, Mannheim erhöht den Druck und profitiert hier von einer Ballberührung von Schiedsrichterin Fabienne Michel aus Gau-Odernheim. Berührt den Ball aber nur minimal, der ändert kaum seine Richtung. Spiel kann also weiterlaufen bis zur zweiten Chance von Beuth. Kurz darauf entdeckt auch Dortmund zweimal die gegnerische Hälfte. Eberwein hat die erste Chance und den Nachschuss, den nimmt Rogo. Erster Torabschluss der Borussia, nicht wirklich gefährlich. Keine Gefahr für die Mannheimer, bei denen Terence Boyd die besten Chancen hatte. 0:0 zur Pause. Zweiter Durchgang und diesmal kommen die Gastgeber mit etwas mehr Druck aus der Kabine, beißen sich fest am Strafraum der Waldhöfer. Ball flippert hin und her und landet dann bei Rogo. Bueno und in der Mitte steht Hetwa bereit. Achtung! Aber Marcel Segert, Mannheims Türsteher, sorgt für Ruhe und Ordnung. Omer Hanin, der Waldhofkeeper in seinem zweiten Einsatz, muss nur noch zupacken. Also, Mannheim muss hier erstmal eine Dortmunder Drang- und Druckphase überstehen, kann sich dann aber wieder befreien. Abifade geht ins Tänzchen und hat dann das Auge für Kobylanski. 57. Minute und Martin Kobylanski köpft über das Tor. Was die Qualität der Chancen angeht, ist der SV Waldhof die etwas bessere Mannschaft. Eine Stunde ist jetzt gespielt. Die Partie wird etwas ruppiger. Ballverlust Mannheim und jetzt kann Dortmund mal umschalten. Das ist Pohlmann und das ist Hanin. Klasse Rettungstat von Omer Hanin. Der Waldhof einmal komplett überrumpelt, aber Hanin im richtigen Moment bei Pohlmann. Schlussphase. 20 Minuten sind noch zu gehen. Das Spiel geht jetzt hin und her. Wieder die Dortmunder. Und in der Mitte, da gibt es gleich ein Foul, ein Pfiff und Elfmeter. Nee, doch nicht. Oder was jetzt? Maximale Verwirrung im Mannheimer Strafraum. Die Auflösung vorweg. Es gab eine Abseitsposition des Dortmunders Rogo. Aber die Verwirrung, die kam von Schiedsrichterin Michel, die nach ihrem Pfiff sofort auf den Elfmeterpunkt zeigt. Sich dann aber korrigiert. Bei all der Aufregung auch mal was zum Schmunzeln. Marco Antwerpen, Mannheims Trainer, als ob er sein Team noch mal wachrütteln will. Weil er weiß, das Spiel hier beim Tabellenachten, das ist so offen. Hier könnte heute was gehen, vielleicht ja mal über einen Standard. Bolay beim Eckball, atmet noch mal durch und dann findet er Riekmann. 74. Minute, Julian Riekmann, 1:0 Mannheim. Riesending von Riekmann, 23 Jahre jung, sein erstes Drittligator, profitiert davon, dass Ostrinski einen Fehler macht, rauskommt, aber nicht klärt. Und Riekmann sagt ganz herzlichen Dank.
Wir machen einen kleinen Sprung, sind schon fast in der Nachspielzeit. Die zweite Mannschaft vom BVB noch nicht geschlagen. Rogo, langer Ball, wieder ein Pfiff und diesmal gibt's wirklich Elfmeter. Verursacht vom Torschützen von eben. Julian Riegmann kann's nicht fassen, völlig schockiert. Aber die Entscheidung von Schiri Michel ist richtig. Riegmann mit beiden Armen an Michels Körper, reißt ihn zu Boden. Strafstoß, korrekt. Ole Pohlmann, der Dortmunder, gegen Hanin und Pohlmann trifft. Ausgleich, später Schock für Mannheim. Der BVB bejubelt ein Geschenk, denn dieser Ausgleichstreffer durch Pohlmann fällt in die Kategorie unnötig. Aber das Spiel ist immer noch nicht rum. Nochmal Mannheim, nochmal Ecke, wieder Boley. Und Achtung, da ist Riegmann! Was ist denn bitte hier los? Julian Riegmann, irgendwo unter diesem Haufen liegt er. Der Torschütze zum 1:0, der Elfmeter-Verursacher vom 1:1. Und jetzt in der vierten Minute der Nachspielzeit ist Riegmann der Lucky Punchman. Boleys Ecke wird verlängert, dann gibt's die Ablage von Wagner und dann hält Riegmann einfach drauf. Der SV Waldhof gewinnt mit 2:1 bei Borussia Dortmund 2 und feiert seinen Matchwinner und Doppeltorschützen Julian Riegmann. Mannheim und der Klassenerhalt, so kann's definitiv klappen.